Hey, ganz langsam hier, Roy, okay? Und du da, Neuer, was willst du? Ein Trucker Cookie Cocky? Klar haben wir da, du. Wie was? Ihr habt ja auch ein ordentliches Cookie con Carne da? Was? Was? Nein, haben wir Oh, nicht. das habe ich 72 immer noch selbst gemacht, ne? Das musst du aber auch ordentlich mit einem Fleischlöffel umrühren, Ein du. Fleischlöffel? Was soll denn das sein? Ja, dann ist so ein Löffel ohne platte Stelle vorne. Ich geht's und damit Wobei, hast du in deinem also, Kokane rumgekockelt? im Februar 72 ist mir Motorrad da drüber gefahren. Der ist vorne ein bisschen, also Löffelform Du ist weißt da. schon, dass du die Kunden hier nervös machst mit deinen Geschichten, Fremder, ha? Ja, die wissen doch gar nichts. Die wissen Klar, nicht, was natürlich, das sind gut alles ist. Knackis, das sind alles Ex-Knackis hier. Das ist mir Alles egal, ob das Kackis geisteskranke sind. Mörder und Wahnsinnige. Kackis, Schnackis, aber Mackis, oder was? Wie jetzt Boah! nackig oder wie oder was? Alter! Der hat mich auch nicht gehendrickst, aber von oben nach zur Mitte durchgespalten, ey. Deswegen gibt's hier ein kleines Cognac-Gläschen. Einen kleinen Conny. Einen kleinen Conny zwischen die Beine geschoben. Cognac Reimann. Cognac Reinmann. Cognac schieb ihn rein, Mann. Cognac Reimann, ey. Nach Texas gefahren und reingezogen. Wow! Wow, da war ein Trucker, yo! Schön die Trucker-Soße über den Tisch verteilt. Der konnte mich nicht reinmachen. Der konnte mich nicht reinmachen, Dirk. Genau, habe ich kennengelernt damals. Was ist hier schon wieder für so eine kleine Kneipe, in die du uns da gelockt hast? Ronny Beinmann. Hallo? Was ist los? Ronny Dreibeinmann, ja? Ronny Dreibeinmann. Bei dem werde ich aber Hendrixen hier jetzt, ey. Warte mal, ich habe hier erstmal. Dass man so Schlagstöcke nicht nehmen kann hier so. Zack. Alter, der Zuhälter hier. Du musst aber schön die Backen kneten. Du musst alles rausholen. Ich Oi, weiß nicht, was oi. Du über ihn gehört hast. Der hat ganz schön Nüsse in den Backen. I don't know what you have on me. I don't know what you heard about me. Weiß nicht, was du über ihn gehört hast, aber er ist ein Pimp. Er ist ein Pimp, du. Eins kann ich dir sagen, aber sicher, ne? Und habe ich irgendwie von. Ach, jetzt fällt mir sein Name nicht ein. Das ist auch irgendwie. Der ist auf jeden Fall ein witziger Dude irgendwie. Und der hat dann irgendwie. Der singt dann so Witze auf der Bühne irgendwie. Das ist auch irgendwie. Und wonach riecht die Villa Kunterbunn? Nach Pipi. Lebt der jetzt noch? Irgendwie leben hier noch welche. Der eine macht auch noch so Zuckungen. Hast du noch zwei? Weiß nicht, hier, guck mal, er macht einen Gurgeldance, aber ich weiß nicht, ob er noch lebt. Ja, doch. Der lebt. Ich Den geht's jetzt nicht. Jetzt nicht mehr. Den Fleischlappen hier. Schön abgelappt. Oh, hier hat sich irgendwas geöffnet. Bargeld und Cognac. Einer ist wieder am Leben. Irgendwo Bukajak. Steckt noch einer. Welche begraben irgendwie unter den Was anderen. Mit dem hier unterm Tisch vielleicht? Dass aber auch immer einer Mist ist, ne? Alle mal anpieksen. Alle mal alle anpieksen. Oder hier ist irgendwo noch ein Raum vielleicht. Hä? Was war das? Ich hab was ich hab gehört. Ich hab in die Wand geschlagen und da hat einer oh, gemacht. Aua! Hier ist er jemand ist drin? An einer Wand. Ja! Ja! Die Wand macht Geräusche. Verdammt, sie haben ein Versteck gefunden. Sieh nur mal. Sieh nur mal, die Wand macht Geräusche. Die Wand hat mir ins Ohr geflüstert, ich soll das Haus anzünden. Das ist meine Lieblingswand. Ralphie, du weißt, was zu tun ist. Alle verbrennen. Boah, was ist das jetzt, Alter? Keine Ahnung, irgendwas Postapokalyptisches. Mit irgendwelchen Wilden. Die Wilden? Die Wilden. Eskimos. Eskimos sind das. Aussteiger in Alaska. Eingefrorene, traurige Menschen. Eingefrorene, traurige Menschen. Alter, hier, guck mal, er macht ein psychedelisches Konzert. Guck mal, die sammeln sich doch hier, die Eskimos. Was ist mit der denn? Stammesschmuck hat die doch. Finger weg vom Indianerschmuck, Junge. Finger weg von dem Indianerschmuck. Das ist verdient, ey. Indianerschmuck muss man sich erkämpfen. Oh, Alter, hier eine Spitzhacke. Bam. Beneath, Mother F. Oh, das ist aber eine wilde Keulerei, ne? Der würde dir sogar geschäftlich, kann der, also du kannst den Typen geschäftlich buchen hier bei dieses, ich weiß nicht, wie das heißt, Mimo oder so. Da kannst du den geschäftlich buchen. Das sind Grundsprecher für New Kids. Der der echte. Typ selbst, der wird dir ein Video dann aufnehmen. Oh, geil. Was will er dafür? 50.000 Euro. Nee, geschäftlich. Eine Gola. Ist zwar verhältnismäßig teuer, aber ich glaube, bei ihm kriegst du geschäftliche Dinge auch schon für 500, 600 oder so. Ah, das würde ich ausgeben. Ey, für so ein Intro, Alter, wäre das mega geil.
Gehst du kreuz, Junge? Gehst du kreuz, Junge? Pizza Town Red, ey? Pizza Town Red, Junge? Verdien dir mal den Indianerschmuck, Junge. Bist du ein Homo, Mann? Alter, hier läuft irgendwie voll die Hardcore-Musik. Ist die cool? Die rote Kloppe. Die rote Kloppe? Oi. Also, bam. Hier, ich mache ein... Jetzt realisiere ich gerade, ist das gefährliche Musik? Ich weiß nicht, hast du Musik? Ich hab so Musik, irgendwie, ja. Irgendwie hab ich Angst. Ich hab jetzt irgendwie Angst. Ich mach mal die Musik aus. Oh, ich geh drauf wegen Musik ausmachen. Ich hab immer noch Musik. Ich hab immer noch Musik. Geht nicht weg, yo. Vielleicht hat er die in die Soundeffekte eingefügt, weil er so eine Disco ist. Keine Ahnung, brenn die Disco nieder. Ich weiß es nicht. Mach den Indianerschmuck, Junge. Ich bin schon ein halbes Leben, Junge. Blade oder so, keine Ahnung. Das ist auch so markant, ne? Irgendwie. Und gibt's irgendwo eine Heilung? Und dieses Kacklied, ey, das lief in jeder Disco früher. Immer. Und alle dachten, sie wären so cool wie Danzel. War nicht Blade Snipe? Ja, genau, stimmt, Wesley war das. Aber Doppeldödel Dance ist einfach mein Favorit. Doppeldödel Danzel. Sieh mal, das Danzel Washington, der hat zwei Schniedel. Warte auf mich, Doppeldödel Danzel. Er geht richtig weißt, fetzige Pumpe ab. Wie dieses nee. Drawn Together. Nee, ach nee, schon lange nicht mehr. Warum nicht mehr? Die haben vier Warum? Staffeln gemacht, da war es vorbei, glaube ich. Alter, ihr brennt, Alter, siehst du den? The ja, Burning Alter, Man. The Burning Boy. Die Frage ist halt, ist das jetzt Lizenzmucke, ne? Weil wenn ja, ja dangerous. Gut, das merkst du ja direkt nach dem Hochladen schon vorm Freischalten. Das kriegst du direkt nach dem Hochladen, kriegst du da... Sagt YouTube, ey, Moment. Die Folge wird nie veröffentlicht. Du bist kein Künstler. Die wird nie veröffentlicht. Ja, kommt drauf an. Ja, es gibt aber auch welche, die striken. Ich hatte letztens Probleme mit einem Indie-Typ, der hat wirklich, der war ein bisschen strenger. Warte mal, ich guck mal, kann ich hier irgendwie ausmachen? Ja, jetzt ist eigentlich eh schon zu spät. Der Zug ist abgefahren. Eh schon zu spät. Der Zug, Junge, der Chu-Chu, der fährt schon Richtung Tundra. Der fährt schon Richtung Tundra. Der alte Tundra, ey. Jetzt ab in Gulag. Alter, Winter-Gulag hat mich angegriffen. Was ist mit dem? Ich war mal in der Tundra, das war nicht schlecht. Tundra. Sommer im Tundra-Loch. Trocken und kalt. Es war sehr trocken und kalt, ne? Ein ordentlicher Tundra-Loch. Okay, wo sind sie hier? Ist noch einer, hier. 8. Ich will doch irgendwo jemanden noch abkotzen. Ja, da ist noch einer. Aber da ich keine Soundfiles runtergeladen habe, müsste es eigentlich eine Musik sein, die irgendwie im Spiel existiert. Ja, stimmt. Ich habe auch nichts runtergeladen. Einer noch. Der hat geschlafen sogar, die arme Socke, du. Ja, wo denn? Wo denn? Wo denn? Alter, wie das aussieht, hier so ein ganzes Winter-Wonneland abgeschlachtet. Da ist gerade irgendwas hergeglitscht. Santas Rentierwartungsdienst haben wir abgestochen. Einer fehlt. Einer klemmt irgendwie wieder. Oder irgendjemand ist einfach aufs Eis gelaufen, um zu verenden. Wer weiß. Bist tot. Ich bin zu weit rausgelaufen und bin verendet, ja. Tundra hat ihn geholt. Die Tundra hat mich geholt. Boah, jetzt bin ich auch gestorben, aber ich glaube, da war einer. Okay, das zählt aber als, ne? Ja. Ja, sicher. Ja, klar, Leute. Alter Hund. Bailey World. Alte Staublunge, ey. Schön auf dem Bau, ne? In Tundra Town, ne? Damals auf der Tundra. Oh, wir irgend so eine Kneipe mit dem Piano Man. Piano, das war hier eine Quetsche. War, ich bin tot. Wie, was, du bist tot? Ich bin tot. Da hinten ist eine Fake Door. Geh mal da durch. Ja. Das ist eine Fake Door. 50 Gegner, aber fake. 50 Fake Gegner. Real Enemies Fake Doors.
Real Enemies, aber Fake Türen. Okay, man darf nur hier in dieser... Alter, was ist das denn hier? Guck mal, DJ, DJ, DJ. DJ. Der versorgt sie alle, ne? Gibt's irgendwo Knarren oder... Oh, nackte Männer! Gibt's hier Knarren, nackte Männer? Ah, die zeigen dir mal ein Gewehr, ein ordentliches. Ordentlichen Spritzriemen hat er mir gezeigt. Ins Fleischgewehr, du. Die sind aber, glaube ich, ziemlich stabil, ne? In einer Kneipe, in der Männer noch Männer sein dürfen. Und sich männlich gegenseitig in die Fresse hauen. Ich haue gerne anderen Typen männlich ins Gesicht. Was ist das hier? Oh, die Kitchen. Aber hier liegt ja überhaupt nichts rum. Nee, sag ich doch. Die Karte ist ja leer noch. Ist quasi leer, ja. Aber die Snowkarte war cool designt, ne? Snowkarte war cool. Die war cool. Blut und Schnee. Ey, Leute. Ey, der hat ein Gewehr. Ich hab einen Buzzball-Knuppel unter der Bar gefunden. Ich hab ein Gewehr gefunden. Oh, nee, da kommt jetzt so ein Riot-Man. Boah, der eine ist richtig stabil. Gong, hast gehört? Gong. Alter, Finger weg vom Eskalationsschmuck. Da gibt es ja nisch. Ich hab keine Ahnung, wo der den Schmuck mit herhatte. Oh, der hat einen fiesen Nosebleeder. Ich mein, der Raum hier war real. Alter, ein Katana hab ich gefunden. Ein Katana in meinem Zimmer. Katana. Alter, hinten ist noch ein Knast. Hinten ist so ein kleiner Knast, ja. Ein Mini-Knast mit Nunchaku. Dann chuckle ihn weg. Nun ihn weg. Nunchaku. Ich hab einen Nunakult. Ja, jo, hätte ich mir gestern einen Nunakult. So Nunchakus sind auch so Waffen. Für Assis irgendwie, ne? Ja, weiß ich nicht. Wenn du es beherrschst, sieht es halt mega cool aus. Aber kannst du halt auch schön die Knochen brechen mit. Ja, kannst du schön die Knochen wegschießen. Aber ich finde, so ein Nunchaku ist auch so richtig, so ein Assi, halt, weißt du? Wenn dich einer mit einem Schwert angreift oder mit einem langen Knüppel, ne, dann ist so ein Nunchaku irgendwie schon, ja, ne? Es ist schon eher so Vollkontakt und für, ja, der andere ist unbewaffnet oder hat nur ein Messer oder so. Der andere ist geistig behindert. Schaffe ich. Achtung! Alter, warum ist der denn so stabil? Alter, ey! Was geht denn mit dem? Naked Mordo. Bei mir ist es nur noch das Skelett. Mordo. Mordo, der Naked Mordo. Ich fang das Katana mit der Zunge. Meine Nacktheit hat mich unsterblich gemacht. Aber ich finde auch so, sowas ist auch irgendwie so ein bisschen, Moment, was haben wir hier noch? Das hatten wir. Hm, sieh mal, hier gibt's sowas wie ein Secret Room. Wie was? Ein Secret Room? Jetzt was Sekret? Ja, so ein Sekretraum oder was? So ein geheimer. Ja, aber was? Nein, Secret, geheim. Ja, geheimer Raum, jo. Nicht irgendwas mit Sekreten. Also ich habe damals ganz viele Sekrete in verschiedenen Räumen, habe ich da abgesekretiert. Ne? Und was ist das hier? Ist das ein bisschen was von deinem Sekret, was der Hausmeister hier zusammen... Ich war ja damals auch Chefsekretierer. Ich glaube hier sofort. Was ist das hier denn? Sandbox-Mode. Oh, guck mal, hier gibt's voll die leckeren viele, Sachen. Ne? Ja, ist irgendwie cool. Soll ich dir mal hier schön die Nase wegschälen? Ja, mach doch. Ja, hab ich gemacht. Hat gesagt, hat ihm nicht so wirklich viel Spaß gemacht. Die sind der sauer. Gentleman Club. Na, das sieht eher aus wie... Hier, wie heißen die nochmal? Chinesische Mafia. Triaden. Triaden, findest du? Ich weiß nicht. Die sehen mir nicht asiatisch genug aus. Guck mal, hier steht ja, ein Car. Das Gebäude, aber... Ja, das Gebäude ist schon so ein bisschen Tempel-like. Das ist auch ein bisschen Bambus. Also das ist schon so ein bisschen klischeebehaftet. Der hat einen Taser. Ist der tot? Eieieiei, Alter, Mr. Chow. Der wollte mir echt den Kragen waschen. Den Kragen waschen? Sie haben da Fleck, hat er gesagt. Und ich so, der Fleck ist genau da, wo er hingehört, Mr. Chow. Nein, müssen wir entfernen. Boah, ich war schon lange nicht mehr beim Dings, hier. Dein Fleckenentferner. Nee, ich bin jetzt auch hier beim Alter, ich bin hier gerade voll am Up-Harry Potter mit meinem Besen. Beim All You Can Eat, weißt du? Beim China. Ja, aber sowas gibt's ja gar nicht. Buffets sind, glaube ich, illegal im Moment, ne? Ja, deswegen sag ich ja, also seit... Wann ging das los? 2019 im Dezember? Irgendwie? Ja, irgendwann, ja, vor 20 Jahren ging das Mal. Los. Ja. Ich kann mich aber auch an eine Welt davor gar nicht mehr erinnern.
wenn ich ehrlich bin. Ja, doch schon. Echt? Was hat man denn da gemacht? Sich gegenseitig in den Mund gespuckt oder so? Ja, viel gemacht. Ich war ja auch hast du auch das gemacht? Mit dem Kind und so. Die mag ja so Museen und so ein Zeug. Ne? Früher haben wir uns gegenseitig in den Mund gespuckt und so. Es war schon schön damals. Das ist jetzt immer so das Problem. Und wenn dann irgendwie, wenn jetzt das Dino-Museum, wenn die jetzt dann irgendwie 2 Tage im Jahr aufhaben, dann ist natürlich immer auch voll der Monsteransturm. Und danach gilt dann die Zahlen wieder so hoch, dass wieder keiner was aufmachen darf. Ja klar, einmal raus, alle wieder krank. Ja, naja. Dafür haben wir Paint the Town. Wir haben uns die Zeit mit vertreiben. Ja, indem wir auf viel Mord, wie lustig. Oh, hier gibt's Wham Crush. Ich dachte, hier gibt's eine warme Bürste. Warm Brush, habe ich gelesen. Schöne Warmbürste. Eine schöne Warmbürste für die Darmbürste. Ich geht's. Komm ich hier an irgendeine... meinen Stuhlgang immer erst durch, bevor ich ihn wegspiele. Ich kenne den durch. Vielleicht sind ja Schätze in meinem Stuhl. Guck mal, wir müssen aber jetzt hier irgendwelche geheimen Knöpflis finden, damit wir in den geheimen Raum kommen. Oh, da oben. Guck mal. Ist der Pimp da oben? Wie, jetzt wo ist der Pimp? Ach ja. Und jetzt sogar so ein Bart. Alter, hier ist ein Jugi. Ein Jugi Löw ist hier drin. Jugi Löw. Der Hausmeister lebt ja immer noch. Und dann dran riechen, wie so ein Affe. Und dann dran riechen. Ja, wieso war doch bei dieser 1-Hauspack-Folge auch? Mit dem Video da. Mit den Bakterien. Jetzt kratzt du dich im Schritt. Was? Wieso? Egal, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist. Egal, was du da unten hast, kratz es. Und jetzt riecht daran. Also, wie finden wir diese hier, geheimen Knöpfe? Ich hab einen Button gefunden, guck. Weißt du, wie die aussehen? Nee. Hier, schau. Warte, Moment, ich werde gerade noch bedrängt. Wo bist du jetzt? Hier in dem Flur, wo du gerade durchgerannt bist. Ja, guck, oh, das ist da ist ein Button an der Wand. So. Ist das ein Zuhälter? Nee, aber er hat einen Stock. Finger weg vom Zuhälterschmuck. Du kannst sowas nicht tragen. Das ist kulturelle Aneignung. Muss schon echter Zuhälter sein. Du hast kein Recht. Ich muss sagen, so ein Besen ist schon echt fies. Mr. Potter, hören Sie auf den Besen. Mr. Potter ist auch so. Mr. Potter. Mr. Potterhead. Was ist das hier? Kanadier? Kanadier auf einmal? Nein, die glitschen doch wieder alle durch die Wand. Na, weiß nicht. Ich glaube, das ist solide gebaut. Boah, was hat der in der Hand? Guck mal, der hier, der hält seinen Vorschlaghammer. Nice. Uff, Alter. Huch, wo ist die hin? Ey, der Hausmeister lebt ja immer noch. Was stimmt denn mit dem nicht? Der kommt immer wieder. Der hat Dinge gesehen. Ich arbeite hier schon 20 Jahre. 25 Jahre bin ich hier, ne? Haben noch einen Hebel gedrückt? Alter, was ist das denn hier? Der wurde bedroht. Biker-Boss-Takeover. Hat ihn kalt gemacht, die arme Sau da hinten. Als ob das jetzt der Biker-Boss gewesen ist hier. Der nix? Das ist ja gar nichts hier. Hier ist noch ein Hebel. Ja, hab ich schon gedrückt. Ajo, Henny stinkt, druckt. 2 haben wir jetzt, oder was? 2 von 4. Warte mal, waren wir hier oben? Ja. Ne, hier ist noch so ein Chef. Oh, Alter. Hadotü, hat er gesagt. Hadotü. Yakuza. Bei mir hat der Pimp... Handele. Oh, wo kommen die denn auf einmal her? Sag ich ja, da oben waren auf einmal noch irgendwie... Handele. Handele. Ha. $5. Alter, hier ist Katana-Chef. Ei. Alter, der Katana-Chief. Ist aber stabil, du, ne? Also der hält hier eine Menge aus. Der nuckelt. Der Katana-Boss, Alter, der hält aus. Ja klar, ist ja auch ein Katana-Boss. Vorsicht, Katana-Mann. Ich schmeiß ihm hier schön alles an Saft, was ich hab, ins Gesicht. Kippen und okay. Saft liegt hier okay, überall Sachen rum. Aus dem... Oh, das war knapp, ey. Ich pelle ihn noch ein bisschen von hinten an. Nee, der ist stabil. Nee,
Der ist ultra stable. Gebe ich ihm einfach mal den hier mit. Okay. Ist tot. Er ist geplatzt. Er ist geplatzt, du. Er ist geplatzt. Aber der Hidden Room. Ja, wir müssen noch den Hidden Room. Wo auch nochmal Hidden Gegner drin sind. Also hier habe ich noch einen. Jetzt haben wir drei. Fehlt nur noch einer. Es wird ja nicht so schwer sein, jetzt noch einen letzten Knopf zu finden. Und wo öffnet sich dann der Room? Boah, hier ist noch eine ganze Bar. Die Hidden Bar? Hidden Bar. Wo bist du lang? Ich bin unten. Ach so, hier oben ist die. Ich habe noch einen, also ich habe jetzt drei Knöpfe aktiv, glaube ich. Na, vielleicht ist da ja noch ein Knopf in der Geheimbar. Ja, ein roter. Soll ich den drücken? Sind die friendly in der Bar? Bis jetzt ja. Hast du gedrückt? Ich habe den Knopf auch gedrückt. Hier hinter denen ist der da. Dann drücke ich aber auch mal. So, was passiert jetzt hier? Wo ist der geheime Raum? Ja, stechen wir es ab. Aber der geheime Raum bringt mir dann was? Weil im Endeffekt sind wir durch, glaube ich. Das sind die letzten. Ja. Boah, ich bin tot! Was war das denn? So ein Kapuzenmann, der da... Jimmy die Fratze. Ich weiß, warum er so heißt. Der Kapuzenmann. Aber wie fies war das denn? Von hinten auf einmal. Ein Hieb. Der hat schnelle Hiebe. Muss halt auch okay, passen. Vier Stück. Wie viel sind das jetzt hier noch? Das sind noch, glaube ich, vier. Alter. Dass der dich nicht getroffen hat. Aber ich tänze. Ich danzel, man. Aber bei mir wurdest du quasi getroffen, also. Ja, aber meine Hitbox ist too fast. Ja, deine Hitbox ist einfach too hack. Too hack and furious. Er hat dem anderen gerade voll reingedudelt. Was liegt denn da? Ein Baseballknuppel? Nur noch einer, nur noch der Kapuzenmann. Ne, ist nicht mal mehr der Kapuzenmann, ist hier sein. Ein Betrunkener. Guck mal, hier steht ein Grabstein von dir. Echt? Kannst du irgendwas machen? Nee. Ich sehe den nicht, bei mir ist er unsichtbar. Ja, und jetzt? Wo ist der geheime Raum? Weil hier geht's raus. Ich bin einfach nur... The buttons are labeled A to D and can be pressed in any order. Haben wir gemacht eigentlich, ja, ne? Das musst du, jetzt will ich aber wissen, was da drin ist, du. Sandbox ist hier drüben. Oh, ich habe eben gerade einen Blick reingeworfen. Oh, da sind voll die Sachen drin. Voll die krassen Sachen sind da drin. Wahrscheinlich ganz am Ende irgendwas bestimmt. Finde den geheimen Raum. Ob hier noch was ist? Ne, hier ist Biker Boss Takeover. Oben? Du hast aber auch jeden Knopf gedrückt. Ja. Meine Ahnung. Der geheime Raum ist... Die Knöpfe waren nicht so geheim, aber der Raum am Ende ist ja geheim. Hier hat sich auch nichts geöffnet. Steht da. Those are billboard. I want you to follow. Ne, der Raum ist auch zu. Nö. Mystery. Das Mysterium. Mysteriöse Mysterien. Tja, wir werden es nie erfahren. Niemals. So, Freunde, das war's mit der Folge. Wir sehen uns wieder in der nächsten Wahnsinnsfolge Stadtrot anmalen. Lasst eine Bewertung da. Auf Wiedersehen und tschö.